Hallo Pokémon-Fans, der David hier schon wieder. Und wir spielen natürlich Pokémon Mond auf dem PC. Ich bin erstaunt, wie schnell der Opener gerade läuft. Also ich will ihn bitte nochmal... Geht das? Ich gehe jetzt hier zurück. Ja. Wahnsinn. 40, 50 Frames? Hatte ich vorher noch nie. Wir haben ein bisschen gespielt. Ich bin heute etwas leiser. Ja. Es schläft jemand nebenan. Und da gucken wir mal. Also ich habe ja schon ein bisschen gespielt. Ne? Ungefähr eine halbe Stunde, 40 Minuten, um mal ein bisschen zu farmen. Hab meinen Feind, meinen Mudplayer, mein Hysteria, mein Delicate und Aura trainiert, um jetzt den nächsten Herausforderungen, die kommen, gewachsen zu sein. Und habe ein neues Pokémon ins Team genommen. Eigentlich wollte ich nur Moon und Sun spezifische Pokémon mit ins Team nehmen, weil die halt neu sind. Aber ich habe gerade eine unheimliche Schwäche. Weil ich halt kein Feuer mit dem Team dabei hatte und deswegen musste ich jetzt einfach dafür sorgen. Und genau, der wird jetzt mit trainiert durch das gute EP-Teiler-Gerät. Hoffe, er ist es noch an. Da, EP-Teiler, perfekt. Sehr gut, dann stürzen wir uns einfach in das nächste Abenteuer. Feind vorne finde ich okay, kann man so machen. Ich habe jetzt extra noch ein bisschen trainiert, weil es wurde mir in der letzten Stadt gesagt, du solltest aufpassen und noch ein bisschen bei Route, wichtig nicht, Route 4 oder so ist das gewesen? Irgendwie sowas. Sollte ich auf jeden Fall noch trainieren gehen. Finde ich vernünftig, weil dann wurde ich wenigstens darauf vorbereitet, dass jetzt noch was kommt. Snoop, hier könnte ich auf jeden Fall nicht reingehen. Und hier passiert schon. Ich, Tali, muss man jetzt gegen Tali kämpfen? Ich weiß es nicht mehr, wirklich. Ich weiß es nicht mehr. Ach so, ja klar, Bestand, na, Zettringer kämpft. So wie es in Ohana aussieht, kommt man sich vor, als würde man in einem Duell Western austragen. Voll cool und aufregend. Ich wollte natürlich einen fairen Kampf, also lass uns mich eben deine Pokémon wieder fit machen. Also auch nicht schlecht. Wie jeder irgendwie meiner Freunde, die Pokémon Center Eigenschaften hat. Schon seit Pokémon Weiß und Schwarz ist das so. Richtig genial. Pikachu und Co. geben wir unser Bestes. Das heißt, er hat jetzt schon ein Pikachu. Beim letzten Mal, als ich gegen ihn gekämpft habe, hatte er... glaube ich, nur ein Pichu. Das heißt, er ist etwas stärker heute. Mudplayer, ich glaube, es ist eine ganz gute Idee. Unser gerade frischer kommendes erstes Boden-Pokémon. Ja, das wird heute rocken. Ziemlich schnell geht der Kampf, finde ich gut. Ruckzuckieb, ja, das ist tatsächlich etwas effektiv. Level 16. Dampfwalzer. Müsste eigentlich ganz gut gehen. Ja, läuft. No problem. So, dann hat er auch schon Bello erreicht, Level 8. Und ein Silberblick, perfekt. Marikek, höchstwahrscheinlich sein Starter. Und das ist empfindlich gegen unser Blattstarter. Da fragt man sich ein bisschen, wer derjenige ist, der denn nun das andere Starter hat. Ja, weil er hat ja jetzt das Wasserstarter, also muss jemand den Feuerstarter haben. Ich weiß es nicht. Oder hab nicht drauf geachtet. Weil beim letzten Mal durchspielen habe ich einfach nur, um euch so schnell wie möglich die ganzen Tutorials bieten zu können, so schnell wie möglich durchgerasselt. Und habe die ganzen Cutscenes etc. habe ich alles übersprungen. Habe mein Pokémon besonders stark gemacht, sodass es halt auch wirklich alle Kämpfe locker machen konnte. Und deswegen habe ich auf nichts wirklich geachtet. Damit ist jetzt alles recht neu für mich. Und Bello versucht Schnüffler zu haben. Finde ich cool. Für Silberblick. Die Musik vom Rivalenkampf ist wirklich blöd. Muss ich jetzt echt mal so sagen. So. Das war ein guter Kampf. Nein, gehe ich nicht. Das ist für dich. Und ständig kriege ich über Sachen. Er legt sie auf den Boden und ich nehme sie aus der Luft. Sachen gibt's. Er geht sich die Ohana-Farm angucken. Ja. Das werde ich wahrscheinlich auch gleich mal tun. Oder gibt es hier gar nichts mehr zu entdecken? Man kann in kein Haus reingehen, ist aber komisch. Ha, außer das hier. Ein Magma. Mo. Aha. Ich bin echt beeindruckt. Ich habe es noch gar nicht erzählt. Ich spiele jetzt mit einer neuen Version. Und zwar der 2017 Special Edition von dem Citra-Emulator.
Und die, Alter, hier sind hier viele Magmas. Und die ist sowas von genial. Also ich kann gerade nicht genug schwärmen. Also ich hätte nicht gedacht, dass sie so schnell ist. Aber wow. Kann sein, dass die Magmas irgendwann weg sind und man wieder zurückkommt, um da irgendwas zu machen. Auf jeden Fall gibt es im Moment noch nichts zu tun. So, was haben wir hier? Ist das ein Markt? Hast du auch irgendwas zu sagen, oder? Nee. Aha. Was du? Aha. Ey, was die Leute hier alle reden, ist der Hammer. So, weiter geht's. Da meine Pokémon kaum in Mitleidenschaft gezogen sind, werde ich einfach weitermachen. Mit allen quatschen. Wer wohl der Schutzpatron ist? Keine Ahnung. So, habt ihr auch nichts zu sagen? Langweilig, die Kiste hier. Gut. Wem winkt er zu? Aha. Der will anscheinend kämpfen. Ja, dann soll er das machen. Ich finde es komisch, dass die alle nur ein Pokémon haben. Alle Trainer, die irgendwie vorbeilaufen, haben vielleicht eins, vielleicht zwei maximal. So, jetzt wäre natürlich Feuer nicht schlecht gewesen. Aber Moment mal, der ist nur Stein? Ich weiß gar nicht, was der vom Typ ist. Der ist ja irgendwie, ist der sechste oder siebte Generation? Ich glaube, der ist sechste Generation. Ich kenne den nicht. Ich habe wirklich keine Ahnung. So, jetzt muss Rasierblut volltreffern, sonst ist er vielleicht nicht weg. Ha, doch. Hysteria Level 19. Ach, das ging doch. 3000 Dollar, ey. Meine Fresse. Die haben echt ein bisschen Geld zu verschenken. Zufällig ist gerade auch ein Captain hier. Das ist ja aber toll. Ein Captain. Wie schön. Jetzt zeig mir mal den Captain. Also, ich könnte schwören, das läuft jetzt in Original, oder? Das läuft jetzt genau auf 60 Frames per Second und ich bin in einer verdammten Cutscene. Also, wenn das nicht mal bisher der allerbeste Emulator ist, den ich je gespielt habe. Sehr krass. Sie kann Soßen machen. Also, anscheinend kocht sie gerne. Das habe ich jetzt schon rausbekommen. Dass wir uns über den Weg gelaufen sind, habe ich jetzt ein kleines Geschenk für dich. Bisbar kann nun herbeigerufen werden. Alles klar, er ist da sozusagen der Detektor des Ganzen. Obwohl du Film findest du eine gute Freundin. Tracy, grüß sie von mir. Liebe Frau. Gut, dann wird es mal Zeit, den neuen Bisbug-Detektor einzusetzen. Ich glaube, das ist ein bisschen. Aha. Ist ja auch interessant. Also, ich glaube, dass das unheimlich lange dauern kann. Tafelwasser. Ich glaube, es ist cool, das zu nutzen. Aber es dauert halt echt lange, bis er das alles erschnüffelt hat. Also, ein Detektor, der irgendwie ein bisschen schneller funktioniert, wäre um einiges schöner für mich gewesen. So wie früher, da hatte man auch diese komische Antenne auf dem Kopf. Das war eigentlich ganz geil. Schutz. Sorry, aber das mache ich dann vielleicht mal in einer ruhigen Sekunde, aber nicht, wenn ich mit euch spiele, weil das ist mir dann doch ein bisschen zu langwierig. So, dann gucken wir mal, was es hier alles für Pokémon gibt. Und kämpfen mal gegen diesen Farmer. Oder Züchter oder so wahrscheinlich. Weil hier in der Nähe ist ja auch gleich unsere Zuchtfarm. Das ist ein Züchter. Ein Pampuli. Ja, dann hat er gegen meinen Feind auf jeden Fall schon mal verloren. Ich weiß auch gar nicht, ob der irgendwie eine große Defensive hat oder was seine Werte genau. Meine Fresse, das geht so schnell. Unglaublich. Also es ist normale Geschwindigkeit. Richtig klasse. Doppelkicks auch nicht effektiv. Der arme Sack. Wir da steht. So. Und das war's mit Pampuli. Das interessiert mich jetzt aber wirklich. Was hat denn der jetzt nun? Hat der große Defense oder was ist mit ihm genau? Bello erreicht Level 11. Sehr schön. Bello wird nochmal ein ganz großer. Zumindest bis ich ein anderes Pokémon gefunden habe, was Feuer ist und aus Sonne und Mond stammt, dann ist er auch, glaube ich, erst wieder raus. Pampuli wollte ich.
Der hat keine gute Spezialverteidigung, aber dafür einen besseren Verteidigungswert. Deswegen war das Rasierblatt auch gerade gut. Hört sich gut an, weil seine Schwäche ist ja auch eher, die geht in Richtung mehr Flug, ne? Flug und was noch gut gegen Kampf? Was ist noch gut gegen Kampf? Das ist jetzt peinlich. David, das ist peinlich. Jetzt sag schon was. Jetzt mal im Ernst. Ich weiß, wogegen es gut ist. Stein, Eis, Stahl wahrscheinlich auch. Unlicht. Ja, aber mir fällt keine Schwäche ein. Das ist echt mega aufregend. Ich habe nämlich wirklich keine Ahnung. Gut, ist ja kein Problem. Ich finde das noch raus. Da ist ein Mogelbaum, die versperren mir den Weg. Ist ja auch interessant. Das gab's mal. Ich glaube, Johto war das, also zweite Gen. Da hat auch ein Mogelbaum das Weitergehen behindert. Nur jetzt sind die. Jetzt der Bildschirm so groß, dass man zwei Mogelbaum braucht. Matchplayer Level 19. So, und da ist auch schon unsere tolle Farm. Sie hat ein Ei uns anzuvertrauen. Aber ja, ich habe noch gar nichts gezüchtet. Aha. Was ist das? Ich weiß nicht, ob jetzt in meinem Team eine gute Idee ist. Ich guck mal. Ich kann es ja mal ausprobieren. Ich habe in letzter Zeit Hysteria nicht oft benutzt. Ich werde ihn einfach mal austauschen. Hysteria trägt das Dormium Z. Nö. Ist okay. So, wir brüten das Ding einfach mal aus und finden raus, was das da ist. Und dann... Vielleicht ist das irgendwas Neues. Vielleicht ein neues Feuer-Pokémon oder so. Sehr schön. Kraftreserve. So. Sagt sie ja noch direkt, welche Kraftreserven-Typ man hat? Ist ja auch geil. Okay, kämpfen wir. Hättest du eben mit mir gekämpft irgendwann, von daher machen wir dich jetzt direkt platt. So, Beerus. Rasierblatt? Keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich tun soll. Scanner. Das ist langweilig. Level 15, die macht sich so schnell platt. Wow, Nachtnebel. Macht nur 15 Schaden, oder? Ja, das war lahm. Probier was Neues. Also die Let's Plays dauern wirklich nur so lange, deswegen, weil ich ständig von irgendwelchen Attacken geblockt werde oder weil Gespräche so lang dauern. Ich glaube übrigens, dass Pokémon Sonne und Mond hauptsächlich nur sprechen ist. Also ich habe versucht, nicht so viele Cutscenes mitzubekommen. Aber es waren viele. Mein Gott, es wurde so viel geredet. Willst du auch kämpfen, oder? Aha. Prüfung von Tracy. Auch gut. Prüfungshelfer ist das meine Aufgabe. Ah, alles klar. Das wäre dann Doppelkampf, da habe ich jetzt nicht so die Lust drauf. Super Trunk. So, wir laufen mal an den ganzen Leuten vorbei. Ist hier irgendwie ein Item? Ah, hier kann man hoch. Ich will schiffen auf Kundschaft. Ein Jockler, viel süß. Ich möchte keins. Ja, dann fliehe ich auch, oder? Was soll das? So. Gehen wir weiter. Ach, kann ich hier gar nicht weiter? Tauros? Mach Action. Gut. Dann halt nicht. Ah, da ist auf jeden Fall eine TM. Die will ich haben. Wie komme ich da ran? Naja, ich komme hier nochmal irgendwann zurück. Ich muss mir das nochmal wieder aufschreiben, was ich alles besorgen muss und machen kann und so eine Sachen. Ist ja doch mal ganz interessant, weil irgendwann hat man es halt vergessen, wenn so viel passiert ist. Okay, ich habe echt keinen Blassen, wie ich da hochkommen soll. Was wollen die denn da? Mir im Weg stehen, wahrscheinlich wollen sie mit mir kämpfen. Naja gut, dann mal los.
Inselkönig Hala. Kampfbro. Alles klar. Dann halt nicht. Wie sie weggeguckt hat. Idiot. Anscheinend muss ich hier lang. Na dann mal los. Double Fight. 1, 2, 3. Wieso habe ich die Grumps nicht einfach besiegt? Sie saßen doch sowieso nur so wabbelig rum. Achso, Fluffeluff kann fliegen? Das wusste ich gar nicht. So, dann machen wir mal Rasierblatt auf Vonera. Ich glaube, der. Oh, ja, stimmt, das nimmt ja beide in Beschuss. Ist das geil. Und Dampfwalze. Müsste eigentlich alle treffen, aber dadurch, dass Feind ein Flug-Pokémon ist, spielt das keine Rolle. Genial. Als hätte ich gewollt, dass diese Kombo zustande kommt. Ich habe echt gerade nur drauf losgekämpft. Okay, dann hat sich das auch erledigt. Oh Mann. Eigentlich wollte ich jetzt fair kämpfen und eine coole Kombo auspacken, aber nee. Man kann es ja nicht hervorsehen. Will Tali nochmal kämpfen? Ach der. Wer der jetzt genau ist, habe ich jetzt auch noch nicht herausgefunden. Deswegen finde ich jetzt ganz gut, mal ein bisschen was von ihm zu hören. Nimmst du das hier überhaupt ernst? Na klar, aber ich will auch Spaß beim Kämpfen haben. Pff, Spaß haben. Das Recht, Spaß in einem Kampf zu haben, musst du dir erst verdienen, indem du an die Grenzen deiner Leistungsfähigkeit stößt. Oh Mann, Nostos. Dieser Typ macht mir Angst. Dein Name ist Nostos. Ja, wieso? Nein, bin ich nicht. Wer will das wissen? Du bist vorsichtig, das gefällt mir. Mein Name ist Gladio. Mein Partner Null und ich trainieren unermüdlich, um stärker zu werden. Im Moment erledige ich allerdings ein paar Aufträge für Team Skull. Es sieht eigentlich eher aus wie ein Skull als... Naja, aber lassen wir das Gerede, jetzt wird gekämpft. Achso, er will auch kämpfen. Nee, gut. Der erinnert mich von der Optik so ein bisschen an... ich weiß nicht, ob ihr es gespielt habt. Mega Man Star Force. Ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, ehrlich gesagt. Ich habe es ja nur auf Englisch gespielt. Zubat. Schnabel. Und, wow. Flügelschlag ist das effektiv? Dürfte eigentlich gar nicht. Ist es aber trotzdem. Naja, was soll's. Genau, der erinnert mich ein bisschen an Mega Man Star Force, diesen Typen. Wie hieß der? Ich komme voll gut zu Rand heute. Ich kann richtig gut mit euch sprechen. Typ 0. Ich bin mir nicht sicher, was das genau war, aber ich werde es einfach mal zu... Ich glaube, der war vom Normaltyp. Ich werde es mal kurz zu Delicate rüber und mal einen Durchbruch probieren. Na, wie hieß der denn? Rebel? Trouble? Nee, das war von Mega Man 7. Ich weiß es nicht. Utsch, der arme Sack. Wow. Das war Volltreffer und der hat trotzdem echt viel abgehalten. Und sein Tackle war auch nicht schlecht. Not bad. Trotzdem kaputt. Sorry, guys. Wie hieß der? Also bei Mega Man Battle Network. Bei Mega Man Battle Network hieß der Base X. Und bei Star Force, wie hieß der da? Ach, egal. Ich find's raus. Auf jeden Fall sah der genauso aus. Also mindestens. Und wahrscheinlich auch von der Visage auch genauso, wenn er verloren hat. Ich finde das noch raus während der Folge. Der war auch mal ziemlich grimmig. Und wenn er verloren hat. Und der war dann auch der stärkste Gegner im Spiel dann am Ende. Also ähnlich wie zu viele Gegner auf einmal. Ich bin noch nicht so weit. Wie bitte? Ich rede von dir und deinem Freund. Da sein Problem sind nicht seine Pokémon. Er will Spaß haben beim Kämpfen. Daran habe ich nichts auszusetzen. Aber seien wir doch mal ganz ehrlich. Dein Freund will sich bloß nicht eingestehen, dass er in einem echten Kampf gegen Inselkönig Hala nicht mal den Hauch einer Chance hätte. Dass er nur zum Spaß kämpft, ist nichts weiter als eine feige Ausflucht. Aha. Oh, du kennst Opi? Du findest nicht, dass ich stark bin? Ich breche ab. Der große Gladio hier hat gegen ein kleines Kind verloren. Was für ein Loser. Ach, da sind die. Wollen die jetzt auch noch kämpfen, oder? War ja klar, dass ein herrenloser Streuner wie du eine große Klappe hat, aber nichts dahinter. Am besten versiehst du dich einfach, überlässt das hier den Profis. Herrenloser Streuner. Also hat er anscheinend... Ihr könnt ja nicht gegen mich gewinnen, bringt eure Pokémon nicht unnötig in Gefahr. Wie geil. Ihre Pokémon sind stark. Aha. Wir sind gegen den ganzen Weg hierher gekommen und jetzt sollen wir mit leeren Händen zurück. Dabei hatten wir das Herrscher-Pokémon vom Plätscherhügel schon so gut wie in der Tasche. Bis du uns dazwischen gefunkt hast. Aber was soll's. Komm schon, wir kratzen die Kurve. Ihr kennt ja das ausgelutschte Sprichwort Flugs nach Haus mit Kind, wenn Kramoks am Himmel sind.
Also anscheinend ist er vaterlos. Sperrmüllauscher auf. Der Boss kann dich vielleicht gut leiden, aber du wirst und bist und bleibst ein Laufbursche. Und du willst nicht zu uns gehören. Hast du das eigentlich kapiert? Aha. Ist ja auch interessant. Ah, die können auch nicht normal laufen, oder? Es wäre irgendwie mal interessant, jemanden ganz normal laufen zu sehen. Schultern hoch, Kopf hoch, egal. Irgendwas. Hauptsache nicht. Alles klar, wortlos mit dir laufen. Und hier auch am Boot raus. Da haben wir wirklich toll gemacht. Und jetzt die Prüfung am Plätscherhügel bestehen will, muss ich im Pokémon noch ein bisschen trainieren. Das wird dir bestimmt helfen. Halt die Ohren steif. Ja, die brauche ich. Super wichtig. Aha. Gibt es jetzt in den Links noch irgendwas? Pokémon Center direkt, bla bla. Aha. Ah, Beeren. Ich mag Beeren. Imantis. Das scheint ein Pflanzen-Pokémon zu sein. Ah, da ich eins habe, brauche ich keins. Und tschüss. Oh, Guys. Okay, nochmal zusammenfassen. Also der Typ, der hat keinen Vater und erinnert mich sehr an einen. Okay, lassen wir das. Ich finde das noch irgendwann raus, wie der hieß. Das nervt mich aber. Oh, ganz ehrlich, Guys, ich gucke das kurz nach. Das kann nicht wahr sein. Kennt ihr das, wenn euch irgendwas so sehr nervt, dass ihr das wissen wollt? Mega Man, Star Force, Boss. So, dann haben wir Mega Man, Star Force, Strategy Guide, bla 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 bla. Geht nicht weiter? Das können doch nicht alle gewesen sein. Ach so, der kam wahrscheinlich erst beim zweiten Teil an. Oder Momentito? Wirklich, ist gleich vorbei. Ich kann ja währenddessen hier den Kampf machen, ne? Also, ich habe noch nie gegen einen Paras gekämpft, ist ja auch interessant. So, Star Force 2, Mega Man. Instructions, ich will keine Instructions, ich will die Bosse sehen. Characters, da haben wir es doch. Aaron, Shaman. Das war's schon. Pflücker. Das ist eine Flugattacke mit 60 Kraft. Wow. Aha, und wenn er eine Beere frisst, dann kriegt er sogar einen Effekt. Was für eine geile Flugattacke das ist. Okay, Characters. Rogue. Rogue. Und er heißt eigentlich Solo. Also in seiner normalen Form heißt er Solo und in seiner Kampfform heißt er Rogue. Warum er mich genauso an ihn erinnert, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Weil so. Ich weiß nicht, also irgendwie. Naja, egal. Ich finde trotzdem so von der Idee her. Webarak, ja, können wir weiter. Also ich fände es auf jeden Fall cool, wenn er genauso eine Rolle übernimmt wie Rogue in dem Fall. Und dann halt so diesen Megaboss am Ende übernimmt. Den man halt irgendwie so finden kann. Unter irgendwelchen Bedingungen. Das fände ich richtig geil. Na, mal gucken, was da noch bei rauskommt. Auf jeden Fall hat er keinen Vater. Herrenlos. Na, vielleicht heißt es auch, dass er einfach nur keinen hat, der für ihn da ist. Also einfach keine. Ja, doch, eigentlich der Boss von Team Plasma, wollte ich gerade sagen. Team Skull ist ja eigentlich auf deren Seite. Ich weiß es nicht. Aber wir finden es noch raus. Ich finde auf jeden Fall so eine Charaktere irgendwie ganz interessant. Also er ist irgendwie jetzt eher noch so ein Böser und schlägt dich wahrscheinlich dann später noch auf die gute Seite. Angriffsplus. Im Plätscherhügel gibt es was? Da sitzt einfach so ein Fleckmann rum. Das hat auch vergessen, wo es wohnt wahrscheinlich. Was will er haben? Frubbel. Was ist ein Frubbel? Worum geht's? Die Zeit sind Zusammenhänge zwischen Pokémon Qualität am Wasser. Feldforschung, Plätscherhügel, angeblich ein Pokémon, das Barschwall leben soll. Niete im Angeln. Auf der Welt ist mir ein Plätscherhügel im Barschwall fangen. Was läuft das austauschen? Aha. Also brauche ich jetzt einen Yawclef und ein Barschwall. Das kriege ich hin. So, der Plätscherhügel. Und er rennt geschwind. Die kenne ich noch nicht. Mein Name ist Tracy. Ah, die Freundin. Ich bin der Captain des Plätscherhügels. Bla bla bla, sicher doch. Folge mir. Mal gucken, vielleicht schaffen wir es sogar heute noch, die Folge fertig zu kriegen.
Bin ich nicht schon zu weit gelaufen? Bobongus. Sieht aus wie Pflanze. Käfer. Ich habe genug Käfer. Langsam reicht's. Was war gerade mit Pokémon Boden? Da ist er. Schau mal rüber, siehst du das? Ach ja, genau. Da muss man irgendwie hinschwimmen. Wasserwirbel, bla 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 bla. Und jetzt kriege ich ein Lapras. Supergeil. So, das brauche ich einfach nur an das Wasser gehen. Und zack. Ziemlich bescheuerte Animation. Losardin. Habe ich schon ein Wasser-Pokémon? Ich glaube nicht. Also ich habe Delicate, aber er ist ja nicht wirklich Wasser. Er kann halt nur Wasser-Attacken. Ich fange ihn einfach mal an. Oder ich töte ihn einfach. Verdammt. Na mal gucken, ich werde schon öfters noch die Möglichkeit dazu haben. Seite und Ruhestifte. Aha, also ich muss... Bitte finde es heraus. Ich muss wahrscheinlich jetzt da runter. Alte Belebe. Aha, da kann man irgendwie durchs Kuckloch gucken. Wie hat sie so schnell dahin geschafft? Die ist ja krass. Wie war noch gleich der Name? Aha, aha, aha. So, da ist es nochmal. Na, dann mal los. Und zack. So, jetzt schwimmen die ganzen Viecher dahin. Oh, jetzt muss ich doch nochmal gegen einkämpfen. Jetzt habe ich nochmal eine zweite Chance, ihn zu fangen. Moment, ist das jetzt schon eine Prüfung? Es scheint ja nicht Prüfungsbeginn oder so. Scheiße, ich bin fast nackt. Pflücke, wir probieren mal Erstauner. Um Hilfe. Oh, das kann ich mir echt nicht leisten. Da habe ich jetzt echt keinen Bock drauf. Vielleicht nicht mehr flüchten und gut ist. Das hat Ewigkeiten gedauert. Jetzt der Emulator so gut, dass ich mich darüber aufrege, dass mal ein bisschen laggt. Laggt heißt das Wort. Ey, heute ist komisch. So, ich soll nach dem Rechten schauen. Na, dann mal los. Nein, ich will nicht mit dir kämpfen. Also wenn, dann will ich nur einen Barschwar haben. Was? Kyogre? Bist du sicher? Respekt, ich muss schon sagen, das foppt man nicht so leicht, machst du das? Achso, jetzt erzählt ihr mir, was Regen so für Stärken und Schwächen hat. Aha. Ach, das ist doch nur eine Prüfung. Ich glaube, die Prüfung wird nicht lang dauern, weil wenn ich erstmal mit dem Fieder gekämpft habe, dann ist es doch schon vorbei, oder nicht? Ist ja ein Quatsch. Blitz und Donner, Lapras bekommt Angst. Genau, und jetzt vereinen sich die Losardin zu einem Mega-Losardin. Gewo. Ey, der ist so groß, der könnte mich einfach verschlingen. Er könnte einfach mich verschlingen, anstelle darauf zu warten, dass ich ihn angreife. Das ist zu dumm. Verteidigung, das ist nicht gut. Das ist nicht gut, dann ist mein Rasierblatt gleich nicht mehr so effektiv. Na, wir probieren es trotzdem. Level 20. Ach, das müsste klappen. Das müsste klappen. Probieren wir es. So, Rasierblatt. Oh, bei den letzten Herrscher-Pokémon war das so langsam. Überflutung. Jetzt ist er auch vom Wassertyp. Wieso? Hoffentlich steht da noch irgendwas. Ist da noch irgendwas Wichtiges dahinter? Irgendwas Strategisches erwarte ich jetzt. So, rasiert auf beide. Mehr Erfahrungspunkte freue ich mich drüber. Rechte Hand. Wird es an Angriff gesteigert oder wie war das nochmal? Will Losardin helfen?
Ach, verdammt, ich weiß es nicht mehr. Mamoli, da hat mega viel KP. Das hat auch noch eine Zutrittsbewehr. Ich hätte wirklich Völker einsetzen sollen. Das konnte ich aber nicht ahnen, ne? Heuler. Friss mich einfach. Du hast so ein großes Mund. Du hast so großes Mund. Rasib, weiter geht's. Hoffentlich hat er nicht irgendwie eine Fähigkeit, womit der Losalin heilen kann. Also dann muss ich mir wirklich noch was Neues einfallen lassen. Komm, einmal noch. Plopp. Oh, dauert das lange. Ja klar, triff fünfmal. Kein Problem. Sehr gut. Ach, dadurch wird ja der Angriff schwächer. Ach Gott, nein. Fischwamm von Sardin wirkt. Was passiert jetzt schon wieder? Hat sich zerstreut. Und das Vieh wollte ich haben. Jetzt wahrscheinlich nicht mal mehr so stark. Die Effekte sind auch irgendwie... Also, es ist jetzt viel schneller. Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Das verstehe ich gar nicht. Mapplayer 20, 14, sehr schön. Heilwoge. Heilwoge hätte, glaube ich, Sardin geheilt. Gott sei Dank habe ich es jetzt noch geschafft. Super. So, wird auch mal Zeit, ein bisschen die Pokémon wieder mit Beeren zu versorgen. So, das war nichts. Das war absolut gar nichts. So, was ist mit dir los? Du wirkst erschöpft. So, dann benutzen wir mal einen Föhn. Ich frage mich zwar, mit welcher Energie wir das machen, weil ich habe noch nicht mal ein Elektro-Pokémon dabei. Nimm die. Oh, ich habe keine Bonbons mehr. Wo kriege ich denn die her? Nein. So, wir tauschen mal. Und zwar mit... ihm. Es gibt ja ein paar Pokémon, die entwickeln sich auch mit Fröhlichkeit. Ich habe zwar noch keine Ahnung, welche das sind. Aber das finde ich sicher noch raus. Der hat ihn schon recht schnell gefressen. Das ist anscheinend sein Lieblingsdings. Zutrauen. Dem geht es anscheinend ganz gut. Wie hat er sein blaues Auge hat? Ich finde das so geil. Okay, so, reicht. Ja, das war ein absolut spannender Kampf. Aber es hätte mies ausgehen können. Jetzt mit der Heilwoge auch zusammen. So, ich soll jetzt zurückkommen. Und ich darf noch nicht mal selber machen. Also ich bin wirklich hin und her gerissen. Ich möchte herzlich zu deiner Prüfung... Hier ist das für dich. Mein nächster Kristall. Ding. Wahnsinn. Und jetzt passt gut auf. So, nicht anders ist die Pose für einen Z-Typ vom... Ach ja, stimmt. Es gibt ja immer andere Posen dafür. Jetzt bekommst du eine Angel. Geil. Da kann man sicher noch ein paar Wasser-Pokémon angeln. Die brauche ich auch. Alles klar. Also genauso wie bei den letzten Teilen. Und Tauchbälle. Damit ich diese Wasser-Pokémon besser fangen kann. Ach, schön. Ich wusste übrigens, dass ich sogar mal ein rotes Gyarados langgezogen habe. Toll. Ja, ja. So war das. Oder auch nicht. Eine kleine Lügnerin. Oh. Ja, das mache ich dann. Also ich werde jetzt auf jeden Fall speichern, noch das Barschwab besorgen, damit der Typ wieder seine Belohnung abgibt. Und ja, das mache ich aber erst in der nächsten Folge, denn das war es auch schon wieder. Halbe Stunde geht unheimlich schnell vorbei. Wir haben fast nichts erlebt. Ja, ein Z-Kristall erworben, gegen Gladio gekämpft. Frag mich, was sich da noch so entwickelt. Aber nächste Folge wird bestimmt spannender, von daher bleibt schön dran bei Pokémon Mond auf dem PC. Bis zum nächsten Mal.